Wenn Kunststoffe besonders hohen Belastungen ausgesetzt sind, dann kommt Polyamid 12 von Evonik zum Einsatz. In der Öl- und Gasförderung, im Automobilbau, in der Medizintechnik und im 3D-Druck. Evonik hat den Hochleistungskunststoff PA12 entwickelt und stellt ihn seit Jahrzehnten in zwei Formen her. Als Granulat unter der Marke Vestamid und als Pulver unter der Marke Vestusint. Evonik ist der weltweit führende Anbieter von Polyamid 12. Bereits 1966 haben wir unsere erste Produktionsanlage in Betrieb genommen. Seitdem haben wir unsere Kapazität mehrfach ausgebaut und überdies haben wir unseren Produktionsprozess kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. Weltweit einzigartig ist, dass Evonik alle Stufen des Herstellungsprozesses im Chemiepark in Mahl in Nordrhein-Westfalen selbst übernimmt. Den Anfang macht die Kohlenwasserstoffverbindung Butadien. Über mehrere Schritte entsteht der Ausgangsbaustein, das Monomer Laurinlactam. Verbindet man viele dieser Bausteine, wird daraus eine Kette, das Basispolymer Polyamid 12. Vestamid und Vestusint sind keine Produkte von der Stange. Wir liefern maßgeschneidertes Material, was wir durch die spezifischen Zusätze auf die Anwendung anpassen. Dies machen wir zusammen in enger Kooperation mit unseren Kunden. Der Hochleistungskunststoff erfüllt extreme Ansprüche. Rohre aus Vestamid sind so stabil, dass sie Stahl ersetzen können. Sie trotzen Chemikalien und hohem Druck, selbst am Meeresgrund. Und auch der Wechsel von starker Kälte zu Hitze macht PA12 nichts aus. Deswegen steckt Vestamid auch nahezu in jedem Auto weltweit. Auf dem innovativen Markt des 3D-Drucks setzt Evonik mit dem Kunststoffpulver Vestusint seit vielen Jahren Maßstäbe. Durch die hohe Qualität und das besondere Eigenschaftsprofil eignet es sich selbst zur Herstellung von Hightech-Bauteilen, etwa für Flugzeuge. Vielseitig, leicht und fast grenzenlos belastbar. Evonik. Kraft für Neues.